Leerstehende Häuser, verstrahltes Land. 35 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl gedenkt die Ukraine der Opfer. Das Gebiet soll zunehmend wirtschaftlich genutzt werden. Zum 35. Jahrestag hat die Ukraine unweit des früheren Kraftwerks ein Zwischenlager für nuklearen Müll in Betrieb genommen. Bei einer Gedenkveranstaltung sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, Ziel sei es, die Sperrzone in ein Territorium der Wiedergeburt zu verwandeln. Die Explosion des Blocks 4 im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl im April 1986 gilt als die größte Atomkatastrophe der zivilen Nutzung der Kernkraft. In der Folge wurden die radioaktiv verstrahlten Landstriche um die Atomruine gesperrt. Es gab tausende Tote und Verletzte, zehntausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt.